Okidoki. Let's go. Neuer Tag, neues Glück. Schau mal, was wir haben. Wie immer hier das Sonderangebot anzeigen am Anfang jetzt. Das haben sie auch geändert. Ich sehe schon. So, heute werden wir vielleicht wieder ein bisschen... ja, wahrscheinlich. Ich meine, wir haben nicht so viel zu tun. Wenn wir ein bisschen online spielen. Ein bisschen Multiplayer. Vielleicht auch ein bisschen Ranked. Mal schauen. Mal schauen, was so geht. Der Sarge. Komm, ich kaufe mir den Sarge. So, ansonsten schauen wir mal, was haben wir im Goldpass. In den Dailies. Und Saison müssen wir auch machen, stimmt. Christoph 10 Rennen. Gewinne 10 Rennen sogar, okay. Werden wir dann wahrscheinlich im regulierten Multiplayer spielen. Was haben wir hier? Manueller Booster. Nutze in einem Rennen für 10 Sekunden den Boost. Betäube in einem Rennen 5 Gegner. Ja, das kriegen wir hin, oder? Ich denke schon. Oh, da gibt's was Neues. Ah, das ist die Daily. Mach mal erstmal das hier. Gewinne das Rennen. Betäube zwei Rivalen. Oh, da können wir auch gleich die Daily machen, würde ich sagen. Let's go! Yes. Wie es nicht angezeigt wird, dass man sie betäubt. Da bin ich immer verwirrt dann. Oh, die fliegen einfach drüber, frech. Frech ist das. Hopp. Und jetzt nochmal, wenn es gut läuft. Leider nein. So, wir haben wahrscheinlich schon 5 Betäubungen jetzt. Eddie, servus! Ahoi, ahoi, danke dir auch, einen schönen Dienstag. Alles klar, danke dir. Another resounding success. Das Wichtige ist, dass es dir gut geht. Ja, perfekt, wir haben die Daily. Wunderbar, wunderbar, dann machen wir jetzt den Fahrerboost. Aber wen? Genie. Eindeutig Genie. Who's got 2 thumbs and 5000 speeding tickets? This guy. I got this. I'm ready. I'm not afraid of anything. Just so everyone's aware, I'm what's known as an insurance risk. Whoa! Ha 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 ha!
Ja, läuft bei mir, läuft bei mir. Hannibal, hey! Servus, servus! Da ist ja der Google-Hupf mit Nutella-Verspeiser, Genießer. Was gibt's heute? Was steht heute am Tagesplan? Careful! Here goes! Woohoo! Da dum dum dum. Remnant 2, das zweite DLC ist raus, wollte es mir mal anschauen. Oh, cool! Viel Spaß, viel Spaß! Händelsuppe, weil Frau krank ist. Oh je, die Arme. Die Arme. Dann gute Besserung an Sunshine. Gute Besserung. Schaffe ich das schon? Level 25? Immerhin auf 20. Ah, ich lasse es noch. Wir lassen es noch. Ah, hat sie gehört. Sehr schön. Aber Nachspeise ist in der Tat noch offen. Ja. Gibt's noch Google Hupf oder? Oder ist er schon alle? Schon ausverkauft. Das ist mein Problem, ich habe keinen Google-Hupf mehr da. Aber Palatschinken! Oh! Das wäre ein Plan, dann hätte ich morgen Fritten für die Suppe. Oh ja, das wäre ein guter Plan, das stimmt. Oh, Palatschinken, ich habe schon seit... Ich weiß es gar nicht mehr. Vor 500 Jahren das letzte Mal gegessen. Und Robson, servus! Ahoi, ahoi! Lecker Palatschinken. Professional racer, right? I
have to focus. I can do this. I'm gonna win. I can feel it in my code. Dup, dup, dup. Da na 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 na. Ich musste gerade googeln, was Palatschinken ist. Ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Das gibt es nicht. Du bist so lange schon dabei und hast noch nie Palatschinken im Chat gelesen. Das gibt's eigentlich gar nicht. Das gibt es. Das gibt es nicht. Ist aber so. Ah, du hast das sicher schon mal gelesen irgendwann, aber wahrscheinlich schon wieder vergessen gehabt oder so. Wir haben schon oft über Palatschinken oder so gesprochen, ne? Vor allem über Wörter, die man in Deutschland und in der Schweiz wahrscheinlich auch nicht so sagt, ne? So die Unterschiede zwischen den Ländern halt, ne? Genauso weird wie Vogelsalat, ja genau. Ah, das hast du gemerkt, ja? Ja, gute, boah, ich liebe Vogelsalat. Also Palatschinken sind halt Pfannkuchen, ne? Bei uns. In Österreich. Ist halt kein Schinken. Also man schreibt Palatschinken. Aber es kommt ja eigentlich kommt das Wort aus dem Slawischen halt, ne? Deswegen ist das SCH. Aber ja, Frittatensuppe ist auch so. Also Frittaten. Ich glaube, das sagt man bei euch auch nicht. Auch in Deutschland. Also in Deutschland sagt man es, glaube ich, sicher nicht. In der Schweiz weiß ich es nicht. Aber ja. Ja, ja, Palatschinken sind schon Pfannkuchen, also keine Crepe. Crepe ist sehr dünn, ja. Aber auch dünner als Pfannkuchen, ja. Das stimmt. Es ist so ein Mittelding eigentlich. Palatschinken sind so... Also Pfannkuchen macht man ja stellenweise schon sehr dick, ne? Aber Palatschinken sind so ein Mittelding zwischen Crepe und Pfannkuchen. Und bei uns rollt man die auch gern zusammen. Also bei uns rollt man die. Normalerweise. Ich meine, man muss nicht mal, aber... Die Leute, die ich kenne, die rollen meistens die Palatschinken zusammen. Die hauen sich was drauf und dann rollen sie es ein. Wie machst das du, Hannibal? Eh auch so, gell? Das passt eh noch. Da haben wir abgeschlossen, da sind wir jetzt auch fertig. Dschungelbuch. Let's go. No one's as fast as Gaston. Gaston. Yeah, you wanna race like a bear? You gotta get real. Rollen mit Nutella oder Marmelade, das ist der Klassiker, ja. Erdbeermarmelade oder sowas, ja. Das ist der absolute Klassiker. Aber Nutella ist halt.
Easy. Think I'll pick a pawpaw or two. Whoa. Man kann es aber auch, ja, man kann es auch tatsächlich mit Wurst oder so machen, ne? Das gibt's auch. So mit Wurst oder Käse kann man auch machen. Schmeckt auch gut. Habe ich auch schon gegessen. Gibt ja auch so Fleischpalatschinken auch, ne? Philadelphia rein, Salami, Käse drüber, nochmal überbacken, ganz wenig Kalorien. Ja gut, darüber darfst du nicht nachdenken. Also alleine schon, wenn du Palatschinken machst, darfst nicht über die Kalorien nachdenken. Da bist dann, da vergeht er das gleich, ne? Wenn du schon sowas machst. Ich glaube, das ist aber auch jedem bewusst, oder? Hey, Danny, servus. Halb elf Palatschinken, was? Was? Halb elf Palatschinke? Was? Schön mit Chili im Teig. Na, servus, na, auf das. Das kann ich verzichten. Oh, wir haben schon das Max-Level. Nice. Ich habe nur Pala und Chinke gehört. Also. War mir nicht sicher, ob Rollenspiel oder Essen. Ja, gut, ja, gut. Ach so, jetzt verstehe ich. Halb elf Pala. Okay, jetzt verstehe ich. Halb elf Pala. Ich denke mir, hä, halb elf? Ich dachte zuerst an die Uhrzeit. Halb elf Palatschinken? Hä? Halb elf. Und Pala, okay. Jetzt haben wir auf dem gemeinsamen Nenner, Danny. Genau, ich wollte hier Mehrspielermodus. Und ich wollte Kriegsstoff spielen, genau. Let's go. Gebackene Apfelringe warf meine Frau gerade von der Seite ein. Gebackene Apfelringe. Ich glaube, die habe ich noch nie gegessen. Gib Stoff. Krieg Stoff. Weg da, ihr Stinker. Oh, hinter mir ist ein Sully. Unangenehm. Na, 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 na. Ja, yes. Wieso wird im Chat eigentlich immer nur entweder getrollt oder von Essen gesprochen? Gute Frage. Nächste Frage.
going for it. Down, 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 down. Apfelschneiden und quasi mit Palaverteig im Fett auspacken, Zimt und Zucker drüber und geht schon. Habe ich wirklich noch nie gegessen. Keine Ahnung, aber ich bin auch kein Zimt-Fan, ne? Muss ich dazu sagen. Ich mag kein Zimt. Und ich weiß, viele lieben Zimt. Ich weiß. Ich mochte auch damals kein Topfen. Topfen geht aber mittlerweile. Aber als Kind mochte ich nie Topfen. Also hier. Was war das hochdeutsche Wort nochmal? Quark? War das Quark? Topfen? Ich glaube, das war Quark. 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 How does this thing work again? Here goes nothing. No pressure. Right? Hey, don't start without me. Wie geil ist Joghurt, ja, ja. Wow, ist das fresh lacquer? I've read about this. Quark. Dog. I'm excited. Look out. Oh, ho, ho. That won't buff out. Yeah. Oh no. Going for it. Wie viele Leute Christoph fahren jetzt? Sehe ich erst jetzt. Wahrscheinlich alle nur wegen der Season-Mission. Yeah. A little help here. I could use a lift. Oder Curry mag ich auch nicht. Lieben viele Leute. Ich mag's nicht. Rosinen, da wären wir wieder, ne? Oliven, alles nicht so meins. War mal in Frankfurt im Aldi und hab die Leute gefragt, ob sie Kartoffelgulatschen haben. Ja, gut. Also, das kannst du nicht machen. Also, das ist. Der kannst du auch gleich nach einem Sackerl fragen. Da werden sie dich auch blöd anschauen. Topfen-Kolatschen. Okay. On three. Wieso zählst du meine Lieblingsspeisen auf, Tommy? Alles, was ich nicht mag. Ja, hey, aber wir ergänzen uns, ne? Das heißt, du kriegst dann die Sachen, ne? Von mir. Das ist ja super. Spiel später weiter. No rest for the weekend. Na, das habe ich jetzt aufgehört. Ich spiele das erst zu Release. Das hat ein bisschen Performance-Probleme, das Spiel. Aber es ist. Ich glaube, dass das ein absolutes Meisterwerk wird. Das Spiel ist richtig gut. So vom Aufbau her und allem drum und dran. Hammergeiles Game. Aber die Performance ist halt noch. Ein bisschen schäbig, leider. Das Ding ist, du kämpfst dann halt manchmal gegen einen Boss mit 25 FPS oder 20 FPS. Das ist halt dann, keine Ahnung. Das fühlt sich nicht so schön an. So cool das Spiel auch ist, ne? Das Spiel braucht einfach noch Zeit.
That's done. Here goes. I won? Really? Whoa! Oh, yo. Long way from Glowerhaven, huh? Raring to go. Go fast. May the best monster win. Deep breaths. I got this. Here's nothing. I could use a lift. Ich freue mich schon auf die Diablo-Season jetzt dann. In 2 Wochen. Das wird richtig cool. Oh mein Gott. Jodler haben wir schon. Don't start without me. Here goes nothing. Long way from Glowerhaven, huh? This is gonna be a great race. This one's for Arendelle. Hey, don't start without me. Where am I? Ich hab gestern noch ein bisschen Anime geschaut. Der Frieren-Anime ist echt gut. Der ist tatsächlich sehr, sehr gut. Michi, hast du dir den schon mal angeschaut? Frieren? Den Anime? Da wollte er mich. Down, 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 down. Yeah.
Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ich sehe schon, Anna überholt mich kurz vorm Ziel. Das ist so ein Spiel gerade. Oh mein Gott. Yes! Vor Frontier habe ich Meschel und davor Frieren geschaut, ja. Ist der gut, könnte ich mir auch mal anschauen. Der ist super. Es ist nicht so actiongeladen. Also zumindest so die erste Hälfte, sag ich jetzt mal. Aber er ist irgendwie, der hat irgendwas. Ich weiß nicht, ich meine, die erste Folge fand ich so, okay, wohin führt das Ganze? So, ich habe mir gedacht, okay, das wird in die Richtung gehen, aber das klingt vielleicht, ich habe mir das halt auch nicht so spannend vorgestellt. Aber dann habe ich weitergeschaut und habe mir gedacht, der ist echt gut, ey. Der ist wirklich gut. Stark überholt, endlich mal gutes Gameplay. Du Drecksack, ey. Endlich mal. Ich gucke gerade Black Clover. Das sehe ich auch immer wieder. In den Top-Anime-Listen und so halt, ne? Oder es wird mir immer... Oder gibt es das gerade auf Netflix? Es wird mir auch immer angezeigt. Irgendwo sehe ich das immer wieder. Aber habe ich auch noch nicht geschaut. Ah, okay, das spielt auch gerade auf ProSieben Max. Okay. Absolutes Toy Story Lied. Was für ein Remix das ist. Das ist das schrecklichste Lied eigentlich. Nehmen das bei Dschungelbuch. Frieren hat 8,9 auf IMDb. What? Das ist sick. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Diese Bewertung. 8,9 auf IMDb. Holy moly.
Meschel, von dem habe ich noch nie was gehört. War ziemlich beliebt, hat eine 7,6. Okay. Was habe ich denn zuletzt geschaut? Ich habe zuletzt Solo Leveling habe ich geschaut. Aber ich... Da hätte ich mir gewünscht, dass ich es mir nicht anschaue, irgendwie. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil Staffel 1 einfach gefühlt mittendrin aufhört. Wo man sich denkt, oh, come on, ey. Das ist, wo man sich halt denkt, come on. So, wo ich mir denke, Alter. Das war irgendwie kein guter Abschluss für Staffel 1, keine Ahnung. Also so ist es echt cool. Solo Leveling, der Anime ist super cool. Aber wenn du kein so offenes Ende irgendwie magst, also es wurde nichts abgeschlossen irgendwie so. Keine Ahnung. Ich meine, ich will jetzt nicht spoilern. Ich will nicht spoilern, aber... Ich sag mal nur sowas. Er hat eine neue Fähigkeit bekommen und dann war's vorbei. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Ist auf Harry Potter mäßig gemacht über einen Jungen, der nur Muckis hat. What? Ich glaube, bei mir wird Mob Psycho 100 als nächstes. Okay. Sagt mir auch nichts. Tatsächlich. Der lebt in einer Welt, wo es nur Magier gibt und er hat nur Muckis. Das ist ja witzig, ey. Und er kann wahrscheinlich nicht zaubern, oder? Oh Gott. Here I go. Nice upholstery on this chariot. The wind in your face. Weißt du, was ich auch geil fand? Ich fand One Punch Man geil. Aber ich glaube, das ist so ein Anime. Das muss man einfach mögen, ne? Ich glaube, das ist so ein Anime, den nicht jeder gut findet. Aber ich finde es ultra witzig. Okay. One Punch. Alleine wie er zum One Punch Man geworden ist. Das ist halt. Alles so stark. Konditioniert, dass er schnell laufen kann. So schnell, dass er auf dem Besen fliehen kann. What the hell? Ah, schauen wir mal, jetzt habe ich eh noch Frieren. Vielleicht nachfrieren. Irgendwann. Irgendwas.
was amazing. Von Mob Psycho habe ich immer wieder mal gehört. Hat auch eine 8,6er. Auch nicht schlecht. Hier Vinland Saga habe ich auch. Ja, da habe ich den Anfang mal geschaut. Ich glaube die erste Staffel. Aber ich habe gehört, die zweite Staffel soll auch richtig stark sein. Das muss ich mir auch geben. Da habe ich auch Bock drauf. Meinst du Vinland Saga jetzt? I could use a lift. Ja, 8,8, ja. Das ist halt das, was ich gehört habe, halt, ne? Dass das auch sehr gut sein soll. Ich habe die erste Staffel mal geschaut und dann. Also auch nicht. Ich glaube auch nicht ganz. Let's see. Aber ja. Ich schaue es mal nochmal von vorne an dann. Hey, don't start without me. Bei Serien weiß ich jetzt nicht so. Normale Serien. Ich müsste mir halt noch Avatar anschauen. Aber da sollte ich eher hier den Zeichentrick schauen. Ich habe ja noch nie Avatar geschaut so. Ich habe die erste Staffel habe ich geschaut. Aber es war alles so ein bisschen kindlich halt, ne? Aber jeder sagt mir, du musst weiter schauen, du musst weiter, das wird richtig gut. Oh. Let's see. Gotcha. Here goes. Hey, cut it out. Ah. What? Aha. Natürlich muss ich noch ein Rennen machen. Verdammter Biber! Wegen 50 Punkten! Frech! Frech nenne ich sowas. Wenn du dann ein Video schauen willst beim Wechseln, ich habe eines für dich, wie lange? Beim Wechseln. Honk, honk. No.
What the hell war das denn jetzt? Was war das denn? Hä? I could use a lift. Yes, of course. I could use a lift. Wally einfach zu schnell. Das ist echt lang. Ja, später, wenn ich esse oder so. Schick's mir einfach über Discord. Ice Master. So. Das Hammer. Dann... Worum geht's da in dem Video? Jetzt fahren wir das erste Mal mit King Candy. Ich brauche seine Scherben. Ich brauche die Scherben von King Candy. Oh, das ist ja ein wilder. Ein wildes Outfit. Gar nix. Turbo. Cybug. Nehmen wir Cybug. Belohnungen, was kriegen wir da? Hier, 4 sogar. Wow. Dann Silber auch nochmal 5. Oh, das ist wichtig. Gold dann auch nochmal 5. Platin dann 5. Ja, weiß nicht, ob wir Platin. Ja, Emerald kriegen wir dann eh nicht mehr. Aber nicht auf dem Level. Gar kein Fall. Review von No Rest for the Wicked. Aber er geht auf die Negativen ein und meint, dass die teilweise halt übertreiben mit den Reviews. Das ist quasi ein Reißt euch mal zusammen. Bombardiert nicht alles immer gleich negativ. Ach so. Oh, weiß ich nicht, ob ich das schauen will. Ich glaube, da sind dann noch ein paar Spoiler dabei. Also, ich habe ja absichtlich nicht geschaut. Ich habe ja nicht weitergespielt, damit ich mich nicht spoiler, weißt? Auch. Ich überleg's mal noch dann. Aber ja, ich meine, dass die Leute da immer so empfindlich sind, das ist eh klar. Das war ja in Diablo auch extrem übertrieben. Nein, man kann das Spiel nicht... Das Spiel kann man schon auch... Also ist ja okay, dass man das kritisiert und so.
Das ist ja auch wichtig, ne? Aber ja, viele übertreiben halt mit dem Hate. Fähigkeit ist eigentlich ziemlich cool. Wo sonst? Meine Mutter hat Nutella in den Kühlschrank gegeben. Ist jetzt fast gefroren, sodass ich nicht schreien kann. Das ist gut, ja. Das kenne ich. Ich glaube, meine Oma hat das auch mal gemacht als Kind. Und ich wollte mir Nutella Brot machen und du konntest nur so, ich weiß ganz genau wie das ist. Da kannst du erstmal wie im Bergbau kannst ein bisschen rauspicken. Du brauchst erstmal eine Spitzhacke. Sie ist halt der Meinung, dass Nutella, Ketchup und alles in den Kühlschrank gehört. Aber was, da ist so viel Zucker drinnen, ne? das wird nicht kaputt. So schnell wird das nicht kaputt, so viel Zucker ist da drin. Muss ich mal fragen, ob sie Zucker auch in den Kühlschrank stellt. Oder Kakao oder so. Weißt du, weshalb so viel Zucker konserviert? Ich weiß, na, genau weiß ich es nie. Ich weiß, dass Zucker konserviert, aber warum, weshalb, das weiß ich nicht genau, ne? Ich meine, ich habe sicher schon mal mehrmals gehört oder sowas, aber ich habe es, keine Ahnung, habe ich mir wahrscheinlich nicht gemerkt. Sicher irgendwann schon mal gehört, aber ja. Gehört oder gelesen. Der osmotische Druck ist zu hoch, sodass sich Mikroorganismen nicht vermehren können. Na bitte. Da haben wir's. Dö. Time to show them what I got.
Das weiß ich noch von der Lehre. Sonst ist aber nicht mehr viel da. Ja, also Osmose, das habe ich auch gelernt, was eine Osmose ist und so. Das ist, das haben wir in unserem Körper auch halt, ne? Die Osmose. Den Vorgang. Aber das mit Zucker, weiß ich nicht. Habe ich mir wahrscheinlich nicht gemerkt. Was ist das? Ah, das sind vier Spieler. Ich denke mir gerade, ist das ein 1 gegen 1? Zwei sind wahrscheinlich geliefert hier gerade. Nice upholstery on this chariot. May the best monster win. Are there any jumps on this one? Time to slide! I'm no slowpoke! Was ist da los? Boah, das ist so stark. Holy moly. King Candy. Ja, das ist wieder so ein Rennen oder was? Oh mein Gott! Bis die das ganze Rennen bis zu erster Platz, kurz vorm Ziel passiert irgendwas. Das war so klar. Okay, aber die sind höhere Level. Wundert mich eh, dass das einer war Level 30. Ey, Backdraft, servus! Ahoi, ahoi. Machen wir noch ein Rennen. Ein Rennen machen wir noch. I kinda wish I brought my lucky cricket. I know what must be done. This is gonna be a great race. Switching to pursuit mode.
na 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 na. Ja, das war dumm von mir. Das war richtig dumm von mir. Wird gleich in mich reinfahren da. Schön unsichtbar machen. Ah, oh, das ist eine schreckliche. Die ist da schneller drauf. Ja, das war klar. Dass die Kacke auch so lang hält, ne? Wichtig, 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 ja. Nice. So. Interessiert mich, was die für ein Level hat. Oh, 30, okay. Ja, perfektes Abschlussrennen, würde ich sagen. Perfektes Abschlussrennen. Wir holen uns wieder einen Credit. Ein Kredit. Oh, da fehlt auch nur noch ein Sieg. Egal, den mache ich morgen. Was soll's. Mache ich dann morgen. Betäube 30 Gegner im Multiplayer, ja. Das kommt eh auch von selbst. Frech, gell? Sehr frech von mir. Morgen geht's weiter mit Speedstorm.